Willkommen zurück zu unserem nächsten Teil von Empires, die Neuzeit. Und ich habe mir gerade mal so überlegt, nachdem wir unseren ersten Krieg so wunderbar schlecht verloren hatten, dass wir doch jetzt einfach mal eine Runde eine Kampagne spielen werden. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche ich spielen soll. Tralalalala. Mittelalter, 1500, 1900. Eigentlich müssten wir von vorne anfangen, ne? Also spielen wir doch erstmal im Mittelalter die Richard-Löwenherz-Kampagne. Der Aufstieg des Richard-Löwenherz. Ein Königreich und seine Erben. Und wir werden auf leicht spielen, damit wir nicht gleich verkacken. Und los geht's. Oktober 1152. 250 Jahre lang hat England über Südfrankreich regiert. Richard Löwenherz ist von seinem Vater, dem kränkelnden König von England, damit betraut worden, in seinem Namen über dieses Gebiet zu regieren. Richard ist der zweitälteste unter vier Brüdern, die alle wissen, dass der König nicht mehr lange zu leben hat. Kapitel 1: Die Königin und seine Erben. Weiter mit beliebiger Taste. Heinrich, was in aller Welt macht ihr hier? Seid ihr etwa allein? Vater wäre außer sich, wenn er wüsste, dass der Thronfolger ohne bewaffnete Eskorte unterwegs ist. Dann sollte der König besser nichts davon erfahren. Nein, es gibt Neuigkeiten aus Frankreich. Prinz Philipp hat nach dem plötzlichen Tod seines Vaters den Thron bestiegen. Ja, ich hörte bereits davon. Man munkelt, es sei Verrat im Spiel. Das ist Sache der Franzosen. Ich bin lediglich hier, um euch daran zu erinnern, dass auch unser Vater, der König von England, nicht ewig leben wird. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Krone mir gehört. Und Zeit ist ein Luxus, den sich England nicht leisten kann. Was wollt ihr damit sagen? Ich wüsste nicht, dass England Gefahr drohen würde. Direkt jenseits unserer Grenzen liegen fruchtbare Ländereien. Wir müssen sie uns lediglich aneignen, um uns zum mächtigsten Königreich des Christentums zu erheben. Aber das würde Krieg bedeuten. Mein lieber Bruder, ich mache euch einen Vorschlag. Ich bin bereit, meinen Platz auf dem Thron von England einzunehmen. Schnell und unkompliziert. Einzig die königliche Garde steht mir dabei im Weg, die euren Befehl unterstehen. Seid ihr verrückt geworden? So hört doch, Richard. Ich gebe euch ganz Südfrankreich, wenn ihr mich in dieser Sache unterstützt. Wir würden gemeinsam regieren. Auch ihr wärt dann ein König. Störe ich? Bruder Jeffrey, aber ganz und gar nicht. Meine Männer haben meine Nachricht abgefangen, aus der unzweifelhaft hervorgeht, dass einige Barone unseren Vater vom Thron stürzen wollen. Vater ist einfach nicht in der Lage, für Sicherheit im Reich zu sorgen. Das ist aber noch nicht alles. Unsere Mutter, die Königin, ist verschwunden. Vermutlich wurde sie von den gleichen Verrätern entführt, die sich gegen den König stellen. Richard, so nehmt doch Vernunft an. Es geht um alles oder nichts. Nach dem Geburtsrecht steht mir als ältestem Sohn das Thronerbe zu. Ihr werdet immer nur der zweite Sohn des Königs sein. Geht auf meinen Vorschlag ein, dann werdet auch ihr eine Krone. Wenn ihr rechtmäßig die Krone von England tragt, werde ich euch sofort den Treueeid leisten. Aber keinen Augenblick früher. Ihr seid ein Narr. Ich habe euch gewarnt.
Glaubt mir, wenn der Sturm erst losbricht, werdet ihr noch bereuen, dass ihr mir eure Unterstützung versagt habt. Und wenn die Beute geteilt wird, werden auch eure Lehen darunter sein. Das war ich fürchte, da steckt mehr dahinter, als ihr ahnt. Das trägt doch die Handschrift des französischen Königs. Wollt ihr damit etwa sagen, unser Bruder Heinrich hat sich mit König Philipp zusammengetan, um auf den Thron zu gelangen? Wenn sich König Philipp irgendwie das Vertrauen von Heinrich erschlichen haben sollte, dann wird er ihm nur so lange um den Bart gehen, wie es ihm dienlich erscheint. Richard, sind eure Grenzgebiete ausreichend gesichert? Alle bis auf die Stadt Clairvonny unmittelbar an Prinz Heinrichs Ländereien grenzt. Es ist zu gefährlich, eure Grenzen auch nur einen einzigen Tag ungeschützt zu lassen. Wir müssen sofort nach Clairvaux. Das war ja schon mal ein spannender Anfang, oder etwa nicht? Streit im Königreich unter den Brüdern. Mal sehen, was daraus wird. Weiter mit beliebiger Taste. Reisen Sie nach Clairvaux. Das machen wir doch gerne. Und hier sind wir zusammen mit Richard und ich schätze, es ist Geoffrey. Ihre Befehle? Richard und Geoffrey. My Lord? Und für den König. Ich habe das ja schon mal durchgespielt, das Spiel. Und stets zu Diensten. Da glaube ich, ich weiß auch noch, was ich zu machen habe. Stets zu und hier vorne scheint schon. Oder kommen wir durch? Stets zu Diensten. Doch, hier kommen wir durch. Ist die Brücke schon geflutet? Stets zu Diensten. Oh, das nervt langsam. Stets zu Diensten. Ich mache mal einen Ton aus. Danach hat das Land überflutet und die Brücke von Clairvaux zum Einsturz gebracht. Stets zu Diensten. Wir müssen auf einem anderen Weg in die Stadt gelangen. Okay, also gehen wir jetzt mal woanders lang. Stets zu Diensten. Und ich wette, wir müssen hier lang. Stets zu Diensten. Für den König. Okay. Da ist schon ein netter Freund. Für den König. Ja, für den König. Stets zu Diensten. Stets zu Diensten. Stets zu Diensten. Ihr wollt nach Clairvaux, Sire? Jungs, macht den hohen Herrschaften einen Weg frei. Na, zack, zack. Ach so. Und jetzt kommen sie gleich alle. Muss ich auch mal wieder gucken. Sieht total geil aus hier. Weg. Kommt das schon durch? Danke. Für den König. Meine Freunde. Das gehört. Stets zu Diensten. Auf nach Clairvaux. Schwester Katharina. Stets zu Diensten. Prinz Richard. Oh mein Gott, wie lange haben wir uns nicht gesehen. Schwester Katharina, was für eine Freude. Darf ich euch in eure Kirche geleiten? Wir sind unterwegs nach Clairvaux, um dort nach dem Rechten zu sehen. Bringen Sie Katharina zur Kirche. Für den König. Nein, komm mal mit. Stets zu Diensten. So, lauf mal zur Kirche. Graf von Clairvaux. Ach ne, hier ist die Kirche. Stets zu Diensten. Oh, wir sind die Mauern auch schon alle eingerissen. Das ist nicht gut. Danke für das freundliche Angebot, Richard. Erinnert ihr euch noch, wie diese Kirche gebaut wurde? Jeder einzelne Stein wurde von der Insel im Süden über den Fluss hierher gebracht. Aber ich möchte euch nicht aufhalten, ihr seid eben. Ja. Befestigen Sie Clairvaux. Besorgen Sie Stein aus dem Inselsteinbruch.
Und ich muss mich gerade entschuldigen, und zwar dafür, dass das Spiel zwischendurch immer am Rucken ist. König. Und die Zwischensequenzen einfach unterbrochen werden. Für den König. Ja, für den König. Lass uns jetzt mal runterlaufen. Da müssen wir hin, da kommen wir aber stets zu Diensten. Boot hin. Stets zu Diensten. Stets zu Diensten. Stets zu Diensten. Dann müssen wir eigentlich hier unten gleich mal weiterkommen, oder? Für den König. Für den König. Stets zu Diensten. Ja. Okay, kommen wir also nicht weiter. Gut, laufen wir jetzt zurück. Haben wir denn hier... Können wir den benutzen? Nee. Dürfen wir uns Sachen bauen? Dürfen wir auch nicht. Dürfen wir uns Arbeiter bauen? Okay. Ja, dann was machen wir? Okay, dann nehmen wir uns mal... Jawohl. Schön die... Hoch mit dem Anker! Hoch! Hoch! Achso, lass uns doch mal... My Lord? Ja, ja. Ach du Kacke. Was wird geladen? Hoch mit dem Anker! Ich möchte helfen! Geh mal da. Da vorne habt ihr schon die ersten Barbaren gesehen. Kommen wir da hin. Einfach so. Und jetzt können wir Prinz Richard und Joffrey mal ein bisschen an Aktion sehen. Ich mach mal wieder ein bisschen Musik leiser. Und kommt noch nicht hin, wa? Ne, schade. Okay. Dann laufen wir nach wie vor. Wir werden schon angegriffen. Ja, komm runter. Und das sind wieder die beiden. Also, die beiden können sich selbst heilen. Und alle in ihrer Umgebung werden auch geheilt. Deswegen sind die auch so... farblich unterlegt. So, steigt mal ein. Hoch mit dem Anker, hoch mit dem Anker. Ihr wollt zum Inselsteinbruch, Milord? Ich kann euch dorthin bringen, aber ich muss euch warnen. In dieser Gegend treiben Banditen. Genau, da treiben Banditen ihr Unwesen. Das wolltest du auch sagen, richtig? Ja, ja, mach. Was wird geladen? Genau, geh da mal. Wir werden angegriffen. Das ist nicht schön. Für den König. Für den König. Böse Banditen. Für den König. Wir werden für den König. Oh. Für den König.